Hallo, diesmal etwas anderes Spiel. Ich überspringe gleich die Anfangssequenz. Wir schauen uns die Sims Mittelalter an. Kam, um liegen zu müssen, einen Tag vor dieser Aufnahme raus, oder nicht sogar am selben Tag. Gleich mal draufgehaut hier. Und ja, muss erstmal sagen, die Musik hier am Anfang gefällt mir schon sehr gut. Hab's bisher noch überhaupt gar nicht gestartet, nur einmal kurz in die Grafikoptionen schön alles hoch zu pushen. Und ansonsten habe ich noch keine Ahnung von dem Spiel. Habe mich auch so noch nicht schlau gemacht, außer den ersten Trailer angesehen. Ist eben, wie der Name schon sagt, Sims auch im Mittelalter. Jetzt sind wir also im Hauptmenü. Willkommen bei die Sims Mittelalter. Bevor du beginnen kannst, musst du ein Bestreben wählen. Vorher steht nur das Bestreben, ein Neubeginn zur Verfügung. Klicke auf den Weiter-Button, aha. Während des Spiels erhältst du Errungenschaften, die deinen Wächterlevel erhöhen. Sammle Errungenschaften, um über den Level Blickschmied hinauszukommen. Startest du mit dem Bestreben ein Neubeginn. Ein neues Spiel bekommst du mit 50 Questpunkten. Coupé. Ha, Coupé, wie die Autos. Die du für Quests und Abenteuer ausgeben kannst. Klicke auf den runden Button, um das Spiel zu starten. Wir haben also hier Bestreben ein Neubeginn ausgewählt. Jeder muss klein anfangen und das erste Bestreben eines jeden Monarchen ist es, sein Königreich zu bevölkern. Ho! Der angehende Regent braucht ein Königreich voller Gebäude und Sims. Wächter, Errungenschaften, Level Blickschmied. Errungenschaften. Schauen wir uns mal nicht an, wir beginnen direkt mit dem Spiel. Königreich benennen. Wie nennen wir es denn? Fällt euch ein guter Name ein? Ich nenne es einfach mal Rosa Wunderland. So. Das passt zu einem Troll. Nette Ladebildschirm. Wie schon vorhin angesprochen, die Musik finde ich echt super und stimmig bisher. Bin mal gespannt, wie es in-game ist und ob es sich den Situationen anpasst, wie es sein sollte. Okay, Ladezeiten sind jetzt schon zum Kotzen. Oh ne, jetzt ist es einfach fertig. Okay, das passt. Du befindest dich jetzt im Königreich-Modus. Hier verwaltest du dein Königreich und platzierst Gebäude. Behalte die oberrechte Ecke des Bildschirms im Auge. Mal hochgesehen. Das ist eine Hinweisbenachrichtigung. Möchtest du mehr über Hinweise erfahren? Ja, ich möchte wissen, was ist eigentlich ein Hinweis? Okay, wollen wir nicht wissen? Behalte die oberrechte Ecke im Auge. Hammer. Während des Spiels erscheinen dort wichtige Nachrichten und Geschichtsabschnitte. Wunder, wunderschön. Mit diesen Buttons wird die Kamera gesteuert. Aha. Oben erkennst du den Zustand deines Königreichs. Wir haben Fragezeichen. Wonach benötigt, werden nun hoffentlich mal wir sein. Dieses Fenster fasst den aktuellen Status, das Ansehen und die vorhandenen Königreichspunkte KP deines Königreichs zusammen. Im Augenblick benötigt das Königreich einen Monarchen. Der Monarch ist ein Held, den du benötigst, um das Spiel zu spielen. Ein Monarch wohnt und arbeitet im Thronsaal. Aha. Klicke auf die grüne Thronmarkierung. Laber. Klicke auf mehr erfahren, um mehr über die anderen Heldentypen zu erfahren, die nach Abschluss des ersten Quests freigeschaltet werden. Ist uns egal, wir spielen wahrscheinlich sowieso bloß zeitmäßig die hier. Ach, klick mal drauf. Okay, wir haben Helden. Verschiedene Helden erscheinen Zauberer, Spion, Schmied, Ritter, petrischer Priester, Monarch, jakobanischer Abt, Händler, Bade und Arzt zu geben. Okidoki. So. Anscheinend sollen wir hier drauf drücken, wie ich es verstanden habe, oder? Nee, wir sollen hier drauf drücken. Ah, ein Neubeginn. Och nee, das sind bloß die Ziele, die wir brauchen. Dann lesen wir eben doch mal. Klicke auf die grüne Kartenmarkierung über den Thronsaal. Ach hier, ha, in der Mitte. Thronsaal. Neuer Beruf Monarch erforderlich. Wähle Monarch. Monarch erstellen oder einen fertigen? Wir wollen einen natürlich erstellen, weil natürlich die ganzen Spieloptionen ausschöpfen. Branches. Genau, eine Frau am Thron. Haha, was sind wir denn hier? Oh, die dreht sich aber schnell. Sieht aber echt mal scheiße aus, muss man sagen. Also die Grafik an sich ist eigentlich ziemlich stimmig. Auch wieder ein bisschen verspielt, wie Sim schon immer war. Aber auch sonst recht gut, muss ich jetzt sagen. Zumindest bisher gefällt es mir. Könnte besser sein natürlich, aber da ich schätze ich mal Sims nicht auf High-End-PCs, wie zum Beispiel für Crysis 2 Zocker ausgelegt wurde, sondern eher für süße Mädchen, bin ich wirklich zufrieden mit der Grafik. Möchtest du dir einige kurze Hinweise zum Erstellen von Sims ansehen? Ja, ein bisschen. Ach nee, lesen ist doof.
Wenn wir schon ein interaktives Tutorial haben. Da ich teilweise männlich bin, nehmen wir doch mal... Oh, gleich einen fetten Punk. Wow. Stimme? Kann man auswählen? Stimme 1? Cobrell. Cobrell. Yannick Brecklin. Aha, Stimme 2? Chishim Serbam. Mhm, etwas hochnasig. Stimme 3? Drefin. Mevore the Flau. Jelsa Vibar. Okay, ist doch ein Unterschied. Und Stimme 4? Swavent. Na, nehmen wir die 4, die ist doch mal süß. Tonhöhe anpassen. Mal ganz hoch. Koron Flaget. Oh Gott, mal. Samine Lesham. Mosam. Ach, nehmen wir einfach mal die hier. Vorname. Trolli. Nachname. Wolli. Was haben wir hier? Ah, da können wir das Gesicht anpassen. Hautfarbe. Oh. Jetzt wollte ich eigentlich einen weißen machen, aber das ist ja schon richtig pantomimisch. Ein Näher können wir auch machen. Nehmen wir doch mal so eine gesunde Farbe. Rouge, Frauen und Wette gegebtes Gesicht Männer anpassen. Ja, Mädels, das wisst ihr noch gar nicht. Wir Männer schminken uns nämlich nicht, sondern wir wettergerben uns. Okay. Achso, das sehe ich anscheinend nur den Bart. Altes Modifikator. So ist auch überhaupt kein Unterschied, weil wir sind schon ziemlich alt. Körpermodifikator, Gewicht anpassen. Oh, wir... Oh. Der schlägt das selber. Das ist mal schön gemacht. Nee. Das ist mal richtig cool. Nee, fett wollen wir nicht sein. Und Muskelgröße. Auch schon mal so ein Pfundskerl. Zu viel auch nicht. Na, ja, lassen wir mal hier so. Merkmale kann man zufällig durchwürfeln, wie ich sehe. Ansonsten Merkmale. Abenteuerlustig. Abenteuerlustige Sims lieben den Nervenkitzel, den sie auf Expeditionen finden. Das kann ja gar nicht gefährlich genug sein. Begeistert. Begeistert sich für, nun ja, eigentlich alles. Wenn ihnen Gutes widerfährt, sind sie zufrieden. Böse. Ein Unglück anderer. Einsam. Eitel, engagiert, falscher, freundlich, geleckgierig, gut, hoffnungsvoller Weiß. Also gibt es richtig schön viel auszuwählen. Wahl hat Eltern gefressen. Kann man sich also hier einen schönen Märchencharakter ausbauen. Größte Schwäche, blutrünstig. Ach so, da gibt's ja noch Schwächen. Das ist mal richtig schön. Wollte jetzt eigentlich noch solche Sachen wie Eitel noch mit einbauen. Aber da es sowas gibt. Suchen wir uns mal welche aus. Wir sind abenteuerlustig, das passt zu mir. Und was nehmen wir noch? Engagiert bin ich bestimmt nicht. Freundlich ebenso nicht. Gelehrt gleich gar nicht. Bin doch nicht so ein zum scheiß Gymnast hier. Wisst ihr, Hauptschüler, das sind die coolsten hier. Realschüler sind die normalsten. Hoffnungsvolle Weise. Ne. Lebenslustig. Liebt Familie, ja genau. Mit Kindern und all so ein Scheiß. Ein Scherzkiss, das passt doch mal schön. Und größte Schwäche. Ah, hier werden also schon welche ausgemustert, wie zum Beispiel griesgrämig. Wird wahrscheinlich zu Scherzkick nicht passen. Außer wir wollen Dr. House sein. Mickrig. Mickrige Sims sind schwach und gebrechlich. Im Kampf ziehen sie meist den kürzeren und anstrengende Aktivitäten erschöpfen und schmerzen sie. Narr! Größte Schwäche, beschränkt, rein, verstanden, verstehe ich nicht. Hm. Trunkenbold. Gibt's auch noch Überheblichkeit. Ach, wir sind abenteuerlustige Scherzkicks, der gerne mal jemanden zur Strecke bringt. So, da. Ich aber doch mal... Ah, einfach aufs Gesicht klicken und schon kann man die auswählen. Ich get die. Wir haben ja voll die Punkte im Gesicht. Ah, eine Gesichtsform kann man also auswählen. Ach, ist ja auch egal. Erweitert. Ah, hier kann man also auch strecken. Das ist mal richtig schön gemacht. Hm, kann man Affenkinn machen. Augen auswählen. Hauptsache blau. Das ist mir schon mal wichtig. Lila. Aha. Blau und ansonsten... Ja, irgend sowas. Ein Näschen können wir jetzt aussuchen. Passt doch eigentlich so. In München auch noch. Würde jetzt alles viel zu lange dauern. Die Kleidung können wir noch aussuchen. So einen schicken Fummel hätte ich jetzt schon noch gern. Nee, nicht so ein Rittersmann. Ah, doch, so ein Rittersmann. Ja, das passt doch. Haare brauchen wir noch andere. Platze nicht.
Noch eine normale kurze Frisur gibt's wieder nicht. Das ist ja mal doof. Oh ja, dann hätte ich gern jemanden mit locken, wallendem Haar. Jetzt sehen wir so richtig scheiße aus. Das passt. Sim speichern. Sim wird gespeichert. Okidoki, den suchen wir doch mal aus. Jetzt, wo du einen Helden hast, kannst du zu Quests aufbrechen. Du musst einen Quest bestreiten, um das Spiel zu spielen. Öffne das Questbuch, um deinen ersten Quest zu wählen. Hier haben wir also die Quests. Also überhaupt wirklich alles wunderbar erklärt, das gefällt mir so richtig. Im Questbuch kannst du aus einer Liste von Quests auswählen. Im Spiel gibt es dutzende Quests, aber es steht immer nur ein paar zur Verfügung. Zu unterschiedlichen Zeiten gibt es unterschiedliche Quests und wähle die ersten Schritte. Ausgewählt. Nach dem Bau des großen Thronsaals hat sich der Staub gelegt, Samen des Königreichs wurden gesät, bald gibt es eine Zivilisation. Das einzige, was Rosa Wunderland jetzt noch brauchte, war ein Oberhaupt, jemand, der weise und mächtig war und das Volk unter dem Dach des Königs vereinen konnte. Bei einigen Quests gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Nimmt die Anzahl der Helden sind in deinem König zu, steigt auch die Zahl der verfügbaren Questansätze. Erste Schritte bietet nur einen Ansatz, wenn du es baust. Okay, wir müssen was bauen. Mhm. Sie werden kommen! Von Graf Trolli, das bin ich. Blablabla, das einzige Oberhaupt ist man nicht einfach, kommt das Kind rein. Aber wir brauchen Ressourcen also. Okidoki. Oh, sieht gleich viel schöner aus und schon ist wieder weg. Möchtest du das Scrollen-Feature einschalten? Sprich, wenn ich die Kamera Bildschirm... Ja, das machen wir mal an. Wir kommen im Live-Modus. Hier befinden sich die Quest-Fenster, das folgende Möglichkeiten bietet. Wenn sie, welchen Sim du lenken möchtest, Leistungen und Anleitungen zum aktuellen Quest ansehen. Okidoki. Ja, keine Lust jetzt. Also eigentlich möchte ich jetzt gerne wirklich mal zocken. Ah, Speichern hat uns auch gezeigt. Klicke auf den Pausen-Button, um das Spiel fortzusetzen. Habe ich doch mal gemacht. Trotz als Vorschlag, wir können rauszoomen, reinzoomen, bisschen hier rumdrehen. Hey, schönes Gesicht. Nee, das sieht scheiße aus. Ein kurzer Blick in den Spiegel auf der Tauschseite genügen. Was haben wir denn hier? Wo müssen wir denn da hin? Okidoki, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Wo? Nolchin. Mhm. Ja, wir müssen uns unterhalten, na gerne doch mal. Okay, müsst ihr hier. Willard hört Rolli zu. Achso, der steht genau vor uns. Sadim. Tanisko Pesha. Wo? Ja, hör mal den Witz an. Oh Gott, du kannst dich nicht mehr gestikulieren. Okay, das reicht wieder. Bitte hier hingehen, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden. So, hieß es nicht, dass wir nach oben gehen sollten? Verwende die Etagen-Navigationssteuerung um den Spiegel auf der oberen Etage. Ah, ein Stock höher können wir hier gehen. Ah, sehr, sehr schön. Jetzt müsste hier noch irgendwo ein Spiegel sein, dann wäre ich echt zufrieden. Ah, hier ist ein Spiegel. Also, hier hingehen. Unser Sim macht sich auf den Weg. Oh, da ist er schon. Und in den Spiegel aufbrezeln. Erstmal das Aussehen überprüfen. Also man merkt sehr, sehr charakteristische Merkmale von jedem Sim-Spiel. Reicht es nicht langsam mal? Ach, aufbrezeln sollen wir uns, habe ich gerade gelesen. Aufbrezeln also. Genug gesehen. Okay, Aktionen reihen sich oben in eine Warteschlange ein, auch nicht schlecht gemacht. Jetzt will ich mich ja doch mal gern aufbrezeln. Warbreath. Das nennt er also aufbrezeln. Man merkt also, wir sind ein Kerl. Ach, wir haben 1000 Paragraphen als Vermögen, sehe ich gerade. Ah, jetzt hat er sich aufgebrezelt. Ausgezeichnet, jetzt bist du ein bisschen konzentrierter. Wenn ich konzentrierter bleibe, kann ich Situationen, die ich gerade besser, bla bla bla. Schauen wir mal hier.
Das ist deine Konzentrationsanzeige. Deine Konzentration bleibt erhalten, wenn du dich gut ausruhst genug isst und Interaktionen ausführst, die mit deinen Merkmalen harmonieren. Scheint also wie in den Vorgänger-Sim-Spielen einfach nur die Leisten zu sein für die, na, wie heißt denn das? Für verschiedene Verlangen wie Hunger, Nahrung oder Essen. Nee, das war dreimal dasselbe übrigens. Eine hohe Konzentration verbessert nicht nur die Questleistung, sondern hilft dir auch dabei, Aufgaben und Herausforderungen besser abzuschließen. Noch besser abzuschließen. Wir sind doch eh schon der Schönste hier, so aufgebrezelt. Deine Stimmung, die du hier siehst, beeinflusst deine Konzentration. Stimmungen werden durch Aktionen ausgelöst und beseitigt. Sammel positive Stimmungen. Ja, ist klar, negative vermeiden. Möchtest du die Kamera auf einen Sim zentrieren, klicke auf den Meinem Sim Folgen Button. Dann folgt die Kamera deinem Sim, auch wenn er geht. Du kannst auch mit der rechten Maustaste ein Questfenster. Okay, voll schön. Jetzt müssen wir wohl folgen. Nee, eigentlich nicht. Was haben wir hier für ein Quest jetzt bekommen? Mit Meisterkonstrukteur Willard über Schloss unterhalten. Das war doch unser Typ unten. Mal nicht mehr folgen. Eine Etage tiefer. Hey, heiße Mieze, Donner. So, ist das Willard? Da ist Willard. Oh, es gibt also sehr viele Möglichkeiten. Wir können gemeinsam kämpfen, lustig sein. Merkmal, anscheinend ist das was von uns dann. Ah, sehe ich schon. Das sind die kleinen Symbole mit dabei, was für Merkmal wir haben. Über Bauern und Adel scherzen, über Abenteuer reden. Okidoki. Gehen wir erstmal nebenbei runter, bevor ich hier weiter rede. Und auch einen Pranger stellen. Romantisch sein. Lustig sein, Kunststücke für nach, aber Witzel sind. Bist du jetzt ganz weg? Schade. Ach, machen wir uns mal hier in die heiße Mieze ran. Was? Feuerin, was hat die hier zu suchen? Freundlich sein. Noch Gesundheit fragen. Ach, mein Sim hat hier schon automatisch Witze über Drachen eingegeben. Um die kleine Schlampe hier zu bezeugen. Ja, da lacht sie, gell. Verstehe ich nicht. Merkmal herausgefunden. Scherzkeks. Ah, hier ist also die Leiste, wie sehr sie mich liebt. Du wirst eifersüchtig. Virginia heißt sie also. Romantisch sein. Ein bisschen anmachen. Hey, Baby. Oh, das gefällt mir. Virginia hält Trolli für kokett. Ich bin also ein koketter Kerl. Ihre Schönheit loben. Okay, läuft mir persönlich jetzt ein wenig... Ah, sie ist also eitel. Läuft mir persönlich jetzt ein bisschen zu starr ab. Ich hätte vielleicht ein kleines Minispiel erhofft, aber ich schätze, ich muss jetzt einfach so weit... immer wieder Flirt-Sachen anklicken, bis es sich einfach zwangsläufig in mich verliebt. So. Ich kann ein Ei werfen! Das mache ich doch gleich mal. Der Kerl scheint ein Pranger zu sein? Okay. Der hat sich aber dann selbst an den Pranger gestellt. Würde ich mal hier bezeugen. Nach Hause zu gehen. Wo ist der Kerl jetzt? Verstehe ich nun ehrlich gesagt nicht, wo unser Willard hin ist. Die arme Alisa. Komm, die bespucken wir. Nein sein. Weiblichkeit in Frage stellen. Ah, ich habe sie also schon verjagt. Ins Gesicht spucken, komm schon. Na okay, lass uns mal. Jetzt suche ich aber wieder Willard. Der ist wieder. Hat sich wieder in den Pranger gestellt. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr komisch, dass sich mein Meisterkonstrukteur in den Pranger stellt.
Ich beschleunige hier mal das Spiel. Salziger Einfluss? Nein, möchte ich nicht mehr erfahren. Wieso rede ich jetzt mit dir? Ich will Willard haben. Wieder schneller. Wir holen wir schon noch ein. Wieso stellst du dir an den Pranger? Ist es jetzt wirklich gewollt oder ist es ein netter Spielfehler? So, jetzt haben wir ihn. Würde mir auch irgendwie besser gefallen, wenn hier ein bisschen mehr Sprachausgabe mit dabei wäre, weil das Sim-Gequatsche ist zwar eine nette Idee gewesen, aber mittlerweile geht es mir echt auf den Sack, muss ich sagen. Du musst in den Wald gehen, um Holz zu sammeln. Ich, der Monarch, muss in den Wald gehen. Okay. Okay. Auge des Wächters. Runde gelbe Ortsmarke, um den Wald zu finden. Zu Schauplatz gehen. Ich beschleunige das Ganze. Schön, wie sich die ganze Welt dann sogar noch damit ändert. Der Weg zum Wald ist weit. Jo. Nee. Jo, wir folgen unseren Sims. So, wir sind angekommen. Ah, der Wald. Hier erwarten mich viele Blablabla. Oh, entdecken. Da blitzt was. Hm. Sieht aus wie ein Busch. Eine Wildblume. Was ist das schön. Wildblumen entdecken und sammeln. Sammeln können wir sie auch noch. Nein, ich will nicht mehr über Sammeln erfahren. Komm, reiß das Ding einfach raus. Bist ein Kerl und keine Tunte. Okidoki. Wir haben Wildblumen, Simse und Samen gesammelt, okay. Wer zur Hölle bist du? Eine Waldräuberin? Oh, ich will sie töten? Zu einem Duell herausfordern. Kämpfen. Los, Faustkampf. Wenn wir schon den Snack mal haben, nutzen wir das so aus. Das ist meine richtig schöne Animation. Okay, die hat mich also richtig alle gemacht. Kendra ist mickrig. Verstehe ich jetzt nicht. Gemeinsam. Nein, 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 noch nicht weggehen. Ich will dich schon noch töten. Anbrüllen. Schlampe! Not yet grow. Okay. Und der Monarch kann ich also zu der Elf herausfordern. Jetzt haben wir es. Yalsha, Rog. Vonik was sev. Okay, jetzt gibt's aufs Maul. Ja, ich möchte mehr über Kämpfe erfahren. Schwertkampf. Okay. Oh, schon sind wir Ritter. Das war's jetzt nicht wirklich. Also die Animationen sind wirklich lustig gestaltet. Ja, wie ein richtiger Schwerkampf sieht's ja nicht aus. Ah, schon besser. Auf die Wade. Ja, sieht echt nicht schlecht aus. Läuft aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen viel zu statisch ab. Ach, links oben sind die Sinder von ihr, die ist gleich am Verrecken, wie ich sehe. Komm, schlag den Kopf ab. Jetzt wäre schön, wenn in dem Kinderspiel so richtig schön viel Blut fließen. Der ganze Bildschirm voll läuft damit. Na komm, verlier doch endlich. Du hast keine Chance, Bitch. Und da fällt sie um. Einfach umgefallen. Okay. Habe ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt? Koneg.
Triumph! Banditen konnten zu einem echten Problem in Rosabunder werden. Doch ein Ritter oder Spion wusste, Abhilfe zu schaffen. Jetzt kann ich in Frieden Holz sammeln. Jupp, wir töten, damit ich hier ein bisschen Holz hacken kann. Klicke ich mal aufs Bäumchen. Holz sammeln. Ich beschleunige ein bisschen, damit wir mehr vom Spiel sehen. Folgen unserem Sims. Sehen dabei aber überhaupt nichts. Wo zum Henker sind wir hin? Im Wald erwarteten dich ein... Was? Achso, im Wald erwarteten einen im Abenteuer. Das Holz war gesammelt und das Königreich würde schon bald davon reich werden. Ah, da sind wir wieder. Da haben wir wieder eine Banditin. Ach, die ist wieder aufgestanden. Dieses Holz eignet sich perfekt für das nächste Bauvorhaben. Doch dazu werden Steine nötig. Und dann ab in die Steinhöhle. Hier Hunger haben wir. Ach, keine Lust. Lieber stirbt jetzt mal lieber. Nicht zum Friedhof. Ah doch, zum Friedhof. Gut, wir gehen zum Friedhof. Machen schneller. Ah, er will mich also sprechen, es geht um die Arbeit. Mhm. Nun ja, mein Herr, ich hatte mich nur gefragt, ob es vielleicht in Betracht ziehst. Ob du es vielleicht in Betracht ziehst, aha. Gleich mal aufs Maul hauen. In diesem Königreich eine Kirche zu bauen, es erscheint mir unfeierlich, Sims ohne die gebräuchlichen Riten eines jakobanischen oder petrischen Priesters zu werden. Danke, mein Herr. Wir sterben vor Hunger, ist mir eigentlich auch egal. Jetzt erstmal ab in die Höhle zum Steine sammeln. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. So, anscheinend ist der Schutzmann so beschäftigt damit, das Gesetz durchzusetzen, um arme Alisa festzunehmen. Aber keine Sorge, sie steht bereits auf der Liste. Hoffentlich stirbt sie. Oben links sehen wir, wie wir mit dem Steinesammeln voranschreiten. Während des Gangs durch das endlose Tunnelnetzwerk sammelt Trolli Steine. Schließlich stieg er einen steilen, dunklen Abgrund hinab. Am Boden angekommen, stieß Trolli auf eine unterirdische See und stolperte über eine Truhe, die in einer Pfütze stand. Was soll Trolli tun? Öffne sie! Riskiere es, die Truhe zu öffnen, die da zufällig in einer Pfütze tief in der Ruhe steht. Öffne sie nicht. Nein, wir riskieren's. Oh, 125 Paragraphen erhalten. Sehr schön. Und da ist er schon mit Sammeln fertig. Sehr schön. So, wir sollen beim Dorfladen vorbeischauen. Weg zum Dorf. Zum Schauplatz gehen. Ein bisschen schneller. Und das sind wir schon. Okay, jetzt müssen wir dann zum Dorfladen. Passt wieder. Ich würde sehr gerne den Dorfladen finden. Da ist es nicht mit drin. Gut, ehrlich gesagt. Ah, schon besser. Richtstätte. Kommt einfach ein Monster aus der Richtstätte. Tja, wo ist hier der Dorfladen? Nachrichtenposten? Ich sehe irgendwie nichts, was dem gleich kommt. Schau ich mal auf die Uhr. Nope, wir müssen jetzt eh schon wieder dicht machen. Also, wir haben hiermit einen kleinen Einblick in die Sims bekommen. Die Sims Mittelalter, wohlgemerkt. Scheint ein nettes Spiel sein, könnte auch wirklich Spaß machen. Ich muss wirklich sagen, für mich ist das Spiel hier überhaupt nichts, also mir gefällt es nicht. Es liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich einfach Sims generell nicht leiden kann. Ansonsten, für Sims-Fanatiker und vielleicht sogar Fantasy-Mittelalter-Fans wird es bestimmt was Nettes werden. Bedürfnisse sind recht gut gestaltet, auch hier wie sie sich negativ einwirken.
Ansonsten, ja. Schauen wir doch nochmal das Menü an, wie schön es gestaltet worden ist. Bis hier unten. Was gibt's denn hier so? Optionen. Schauen wir nochmal rein. Ach genau, es bietet auch noch eine interne Videoaufnahme an. Man kann sich also selbst auch Videos aufnehmen. Mit netten Funktionen, auch schön einstellbar. Finde ich recht schön. Da gibt es bestimmt dann tolle Ingame-Videos mal. Ansonsten Sounderstellungen, Grafik wären wahrscheinlich dann klar. Jo. Änderung verwerfen. Hat eh nichts geändert. Gut. Ansonsten war es erstmal. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Ich werde das Spiel nicht vorsetzen, kann ich gleich von rein sagen. Es wird mir einfach nicht Spaß machen zu spielen. Ist aber grafisch wirklich sehr schön gestaltet. Es ist ein realistischer Stil, aber auch ein ziemlich lustiger mit dabei. Haben sie also einen netten Mix gestaltet. Ansonsten, gut. Wie gesagt, Grafik kann immer besser sein. Aber gut. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.